Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir. Vorab das Pferd, das ich euch jetzt vorstelle, habe ich mir bereits gekauft gehabt, als das Black Friday Angebot war. Ich konnte nur zu dem Zeitpunkt nicht aufnehmen, da ich krank war und wirklich aus dem letzten Loch gepfiffen habe. Deswegen, kann ich das Video jetzt erst aufnehmen. Aber das sollte euch ja eigentlich nicht stören. So, und zwar, wie ihr seht, kaufen wir uns einen Isländer, beziehungsweise habe ich mir einen Isländer gekauft. Um genau zu sein, habe ich mir dieses gute Stückchen hier gekauft. Den guten habe ich tatsächlich schon. Und auch den Schimmel aus der App. Ja, und ich hatte mir diese hübsche Maus gekauft. Wer meine Videos schon etwas länger verfolgt, dem wird es Begriff sein, dass ich graue Pferde, ich bin gerade nebenbei eine Seite auf meinem Aufschlagen, Entschuldigung, dem dürfte das ein Begriff sein, dass ich graue Pferde und vor allem Dunkelfüchse mit heller Mähne sehr schön finde und halt auch stark gemusterte Pferde. Und ich hatte mir diesen hier ja gekauft gehabt bei Release. Und habe dann beim Black Friday zugeschlagen und habe mir diese gute Maus gekauft. Genau, das Island-Pferd ist ein Generation 3-Pferd, beziehungsweise gibt es in zwei Generationen. Generation 2 steht auch in New Hillcrest tatsächlich. Und die Generation 3, die steht hier vorne in New Hillcrest, gibt es in 9 Farben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. 9 Farben, eine davon ist in der App verfügbar, kostet 950 Starcoins, kann den Tölt, kommt mit einem Rassebonus von Stärke plus 4, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 1, ist ab Level 15 kaufbar. Man braucht zwar keinen Ruf, um die Pferde zu kaufen, allerdings muss man dafür natürlich Epona freigeschaltet haben. Weil man anders natürlich nicht nach New Hillcrest kommt. So, genau. Ich habe mich für den Dunkelfuchs mit heller Mähne entschieden, da ich die Farbe sehr, sehr schön finde. Ich generell ein Fan von dieser Farbe bin. Und ich jetzt dachte, ja komm, bei 50% Rabatt, da schlägst du zu. Island ist ein Ort von zeitloser Schönheit und unerbitterlichem Klima. Und die Heimat einer der widerstandsfähigsten Pferderassen der Welt. Die Entdecker der Wikinger brachten Pferde mit nach Island, die überlebenswichtig waren, was ihnen in der isländischen Kultur eine bleibende Wertschätzung verschaffte. Das unbarmherzige Klima sorgte dafür, dass nur die Stärksten überlebten. 982 wurde ein Gesetz erlassen, das die Einfuhr von Pferden verbot, und jedes Pferd, das das Land verließ, durfte nicht mehr zurückkehren. Das Ergebnis ist eine Reinzucht, die seit über 1000 Jahren ohne äußere Einflüsse besteht. Ein Jahrtausend der Isolation, der Naturgewalten und der Zucht hat das Islandpferd zu einer bemerkenswerten gesunden Rasse gemacht, die stark und klug ist und eine Ruhe ausstrahlt, die sie in Jahrhunderten ohne Raubtiere verdankt. Obwohl Islandpferde nur Ponygröße haben, gelten sie als Pferde. Sie tragen Erwachsene und ziehen schwere Lasten mit Leichtigkeit. In der isländischen Sprache gibt es nicht einmal ein Wort für Pony. Islandpferde sind Gangpferde. Sie haben zwei natürlich ausgeprägte besondere Gangarten. Der Tölt ist gleichmäßig und leicht, ideal für lange Strecken, ohne Pferd und Reiter zu ermüden, während der Rennpass schnell aber anstrengend ist und sich für kurze Rennen eignet. Dies ist eine außergewöhnlich farbenreiche Rasse, mit fast allen Farben und Abzeichen, einschließlich einer Farbe, die es nur in einer einzigen Pferdefamilie gibt. Ja, war das erste Pferd überhaupt mit den dominanten Genen W21. Entschuldige, das kann ich nicht aussprechen. Also das Sprenkel hervorbringt. Glücklicherweise ist es gelungen, das seltene Fell von den Islandpferden von Jorvik zu verleihen. Genau, das ist hier dieses Farbe. Verdammt. Islandpferde passen sich ihren Besitzern an. Sie eignen sich für die Arbeit, das Vergnügen oder den Wettkampf und machen sowohl Anfängern als auch den erfahrensten Reitern Freude. Zuchtverbände auf der ganzen Welt geben jedem die Chance, ein Islandpferd zu reiten, und das Zuchtprogramm von Jorvik hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt.
Wenn du ein Islandpferd dein eigen nennst, hast du einen treuen und aufrichtigen Freund fürs Leben gefunden, der selbst Schneestürmen trotzt, um dich warm zu halten und dich nach Hause trägt, wenn du dich hoffnungslos verirrt hast. Genau. Ich hatte es schon mal erwähnt, ich habe auf einem Isländer reiten gelernt, meiner Juna. Und habe seitdem einen ganz speziellen Bezug zu dieser Rasse und bin auch ein sehr großer Easy-Fan tatsächlich. Ja, einfach wunderschön. Gucken wir uns jetzt mal die Mähen an. Also es gibt die Standardmähne der Isländer, dieses dicke, wuschelige, wundervoll. Dann gibt es diese absolut hässlichen Zöpfchen mit Schopf. Die absolut hässlichen Zöpfchen ohne Schopf und mit geflochtenem Schweif. Dann das rasierte, auch absolut hässlich. Dann die Stehmähne mit Schopf. Diese Wuschelmähne finde ich eigentlich ganz süß für ein junges Pferd. Oder diese Mähne. Ich habe mich aber für die Standard-Easy-Mähne entschieden. Falls ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen. Ich habe mich für die Standard-Easy-Mähne entschieden, da ich diese ganz besonders gerne mag. So, die Animation. Inaktiv haben wir ja bereits gesehen. Schritt. Trab. Kanter. Galopp. Schneller Galopp und die besondere Gangart der Tölt. Genau. So, ich hatte mir die Maus, wie gesagt, bereits gekauft. Bei mir ist es eine Stute und sie heißt Cupcake. Da steht sie und wartet auch schon auf mich. Ja, genau. Sie ist bei mir eine Stute. Cupcake ist ein erwachsenes Pferd und ist tatsächlich mein 170. Pferd auf Mackenzie. Ich habe ihr das Winterreiterzeug angezogen, was ist, ich weiß gar nicht, wann ist das zu kaufen, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist es schon etwas älter. Und dazu die Schneeeule, die es 2020 gab, als es kurz mal die, wie heißt das denn jetzt? Genau, die Werbe-Ein-Freund-Aktion gab. Gab es ganz kurz und da konnte man dann, wenn man einen Freund geworben hat, konnte man sich eine Eule verdienen. Ja, geht allerdings nicht mehr. Ich suche mir dann jetzt was, wo ich euch die Gangarten der Maus zeigen kann und ja, dann bis gleich. Das waren die Gangarten von der süßen kleinen Cupcake. Ja, also wie gesagt, farblich gefällt sie mir super gut. Ich liebe Dunkelfuchs mit heller Mähne. Ich liebe es, dass die Mähne hier oben drauf etwas dunkler ist und dass auch der Schweif nach unten etwas dunkler wird. Bin ich ein richtiger Fan von, riesiger Fan, richtig toll. Super schönes Pferd. Was ich auch noch zeigen wollte. Ich finde, sie passt einfach total gut in diese Schneelandschaft, ohne Witz. Also, sie ist ja mal ein absolutes Träumchen in dieser Schneelandschaft.
Ja, darauf erstmal jucken, gell? Sie ist so wunderschön. Ich mache den Schnee aber wieder aus. Dann sieht man nämlich mehr. Also ich bin rettungslos verliebt in die Maus. Ich liebe die Isländer. Ich liebe die Farbvariation, die der Isländer hat. Und ich liebe diese wuschelige, kuschelige Mähne einfach. Ich bin einfach ein Fan von, ist so. Ja. Also von mir gibt es tatsächlich eine klare Kaufempfehlung für die Isländer der dritten Generation. Sofern euch die Farben gefallen, sofern euch die Animationen gefallen, kann ich euch nur empfehlen, die zu kaufen. Ja, sie sind etwas teuer mit 950 Starcoins, aber ich persönlich finde, dass die Isländer... Achso, die kamen übrigens 2021 rein, letztes Jahr. Ich finde gerade, dass die Isländer der dritten Generation ein wirklich tolles Pferdchen sind, wirklich tolle Pferde. Ich liebe das Reitgefühl auf denen. Also ich bin wirklich happy, dass ich die Maus jetzt auch im Stall habe. Dauert zwar noch, bis ich sie ausleveln kann, aber trotzdem. Ja, das war's dann von mir. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!